Hallo Leute, willkommen zu einer neuen frischen Folge von Fishtales. Heute bin ich am Ufer des Yukon im Nordwesten Alaskas. Es ist der längste Fluss in der Welt, in dem Lachse leben. Hier fängt man Keterlachs, den fetthaltigsten Fisch der Welt. Keterlachs ist voll von Omega-3-Fettsäuren. Und heute werde ich einen besonders schönen Lachs grillen. Hallo Maxine! Wie geht's? Das hier ist Maxine, Leute, eine gute Freundin, die ich vor 5 Jahren kennengelernt habe. Wollen wir zusammen kochen? Ja. Sie hat mir alles beigebracht über Fisch aus Alaska und den besten Keterlachs in der Welt, der hier im Yukon River schwimmt. Also, sie wird jetzt den Fisch schneiden und wir füllen ihn dann mit etwas Zitrone, etwas Rosmarin, ein paar Lorbeerblättern und Petersilie. Und als Beilagen haben wir Kartoffeln und wir haben etwas Salat mit Sauce Vinaigrette. Also, ein leckeres, leichtes Yukon-Lachs-Rezept. Wow, Leute! Schaut euch das an! Das ist Lachsrogen, frischer Lachskaviar. Ich werde ein paar Kartoffeln backen mit etwas Salz und Olivenöl. Wir legen die Kartoffeln in die Holzkohle. Das dauert dann etwa 30 bis 40 Minuten. Es ist wichtig, dass der Lachs innen und außen sauber ist. Wenn ich ein paar Zitronen in Scheiben schneide, dann brauchen wir nur noch den Lachs mit verschiedenen Arten von frischen Kräutern zu füllen. Rosmarin, wir haben hier etwas Sellerie, ein paar Lorbeerblättern und natürlich Pfeffer und Salz dazu. Also schneiden wir den Fisch ein. Auf jeder Seite 3 Schnitte. So Maxine, vielleicht möchtest du deinen Fisch mit deinen verschiedenen Krautern füllen, in alle Schnitte und an die Innenseite. So wird es ein richtig schöner Lachs. Olivenöl auf die Haut. Also, dieser frische Keterlachs wird im Yukon gefangen. Der braucht nicht viel, nur ein paar frische Kräuter, aber immer darauf achten, dass ihr nicht zu viel verwendet, damit ihr wirklich den reinen Geschmack von wildem Alaska-Lachs schmecken könnt. Hier auch noch etwas Olivenöl. So, jetzt brauchen wir etwas Alufolie. Ja, toll, schaut mal, wie schön. Maxine kam gerade mit der guten Idee, ich hatte gar nicht daran gedacht, den Kaviar wieder in den Lachs zu geben. Dann hat er danach einen salzigen, knusprigen Geschmack. Wir verwenden 2 Schichten, um sicher zu gehen, damit der Fisch uns nicht verbrennt. Hier legen wir den Lachs auf richtig heiße Holzkohle und wir lassen ihn dort vielleicht 10-15 Minuten auf jeden Seiten garen, abhängig von der Größe der Lachses. Es kommt dabei nicht auf 1 Minute oder 2 Minuten an. So, ich mache jetzt noch eine Sauce Vinaigrette, französischen Senf, Weißweinessig, eine Prise Salz. Und jetzt fügen wir Tropfen für Tropfen Pflanzenöl hinzu. Damit haben wir ein echte frische Sauce Vinaigrette zum Salat und frischen Lachs, gebackene Kartoffeln, Spitzenküche hier am Ufer des Yukon. Also, der Lachs wird gebraten, die Kartoffeln garen, der Salat ist zubereitet und jetzt müssen wir noch warten, bis der Lachs fertig ist. So, jetzt sind wir wirklich gespannt, ob der Fisch fertig ist. Wow! Dieses Geruch ist köstlich. Ihr könnt mit einer Gabel prüfen, wenn ihr da reindrückt und ihr kommt bis auf den Knochen. Schaut, wie schön dieses Fisch ist. Und seht ihr das Öl? Dies ist der Lachs mit dem höchsten Fettsauergehalt der Welt. Diese Seite ist fertig und wir haben den Lachs vor etwa 5 Minuten umgedreht. Er braucht noch weitere 3 oder 4 Minuten auf dieser Seite und dann können wir den Yukon-Lachs essen. Die Kartoffeln sollten gar sein, der Lachs sollte fertig sein. Wir nehmen die raus, ganz vorsichtig, weil es hier wirklich heiß ist.
Schön gekocht und wirklich, wenn ihr dies richtig könntet, ich bin mir sicher, ihr würdet neidisch werden, weil es ist so köchlich ist. Wow, wow, wow. Es ist perfekt gekocht, löst sich leicht von Knochen. Und wenn wir euch umdrehen, wow, seht euch das an. Yukon Caterlachs auf dem Grill zubereitet und wir servieren ein wenig von Kaviar dazu. Großartige Idee von Maxine. Ein paar Kartoffeln, sehr kleine, etwas Olivenöl, Meeressalz, Salat und etwas Sauce Vinaigrette dazu. Und ein bisschen weißer Pfeffer. Gut? Es ist wirklich köstlich! Genial! Hat euch dieses Video gefallen? Bitte Daumen hoch und hinten lasst eure Kommentare und Fragen unter drunter. Wir sehen uns bald wieder zu einer weiteren frischen Folge von Fishtales.